Liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem Oktober-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich euer Oktober gestalten möchte, was er für euch bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend? Worauf solltet ihr achten? Jedoch aber auch, was wäre am besten, eventuell ganz außer Acht zu lassen? Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Fische im Oktober, bitte. Die Windmühlen. Langsam, mal schneller. Doch sie drehen sich. Sie sind in Bewegung. Woher weht der Wind? Ist die Richtung ausschlaggebend, wie sie sich drehen, oder die Windstärke? Finde es heraus. Fokussiere auf das Weiterkommen im Beruf, in der Berufung. Und du wirst sehen, Brücken werden einstürzen, manche werden brennen, doch eine wird in Gold gekleidet. Wow, hört sich spannend an. Sie sagen, halte den Fokus auf dein berufliches Weiterkommen. Du wirst sehen, es wird sich auf alle Themen positiv auswirken. Ein Mensch, männliche Energie, sehr, sehr ausschlaggebend, tuned hinein. Schauen wir uns die Themenkarten an. Wie wunderbar. Ha. Wow, 6 Themenkarten. Ganze 6 Themenkarten. Der Oktober hat es in sich. So, Beruf und Berufung. Tappe hinein in deine Kreativität. Du hast eine sehr, sehr kreative, motivierende Wow, Phase, was deine Berufung oder deinen Beruf angeht. Du weißt, was du möchtest. Du weißt, wo du hin willst. Fokussiere darauf. Du wirst ankommen. Du hast einen Gönner und Unterstützer, welcher dir stets beiseite steht mit Rat und Tat. Es ist wichtig, diesbezüglich Beruf und Berufung zu sehen, dir genau bewusst zu machen, lieber Fisch. Wem gibst du Unterstützung? Wem möchtest du damit Unterstützung geben? Es ist ein Kreislauf. So schaue bitte auf die Absicht dahinter. Du bekommst ein Geschenk, ein universelles Geschenk, ein Geschenk vom Universum, welches dich sehr, sehr weit bringt, innerlich oder äußerlich, hängt ganz davon ab, wo du hin möchtest. Wisse jedoch, dass dies mit einer Bedingung geknüpft ist. Nicht vom Universum, sondern von einem Menschen, der einen sehr, sehr hohen Preis verlangt. Dieser Mensch ist niemand anders als du selbst.
Das bedeutet, du bekommst vom Universum die Gelegenheit, den Input, um durchzupreschen und sehr schnell anzukommen, wo du hinkommen willst. Doch der Preis, die Bedingung ist für manch einen sehr, sehr hoch. Absoluter Fokus auf dich, absolute Abkapselung. Sie sagen, bei manchen ist es mit Rückzug bedingt, so nach dem Motto, ich tauche mal für 1-2 Monate wirklich von der Bildoberfläche ab. Für andere hat es mit der Essenz zu tun. Es ist, als würdest du dich an deinen Tisch setzen, die Tür zu machen und für Tage, Wochen, Monate, vielleicht gar 6 Monate, nicht wieder aus diesem Zimmer herauskommen. Bitte lese zwischen den Zeilen. Und da, wie es der Zufall möchte, kommt die männliche Energie, die dich versucht abzulenken, die dich lockt, die wunderbare Liebesworte an dich richtet. Unbewusst ist das das eigene Ablenkungsmanöver. Bewusst solltest du sehen, was du dem entgegnen kannst. Materiell, ein materielles Thema wird gelöst. Und das verändert alles. Die Hauptenergie, schicksalhafte Begegnungen, das Universum macht den Weg frei. Doch bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Oder kreierst du dir die Bande, die Grenzen, die ganz viele Ausreden beinhalten? Warum du den freien Weg nicht wählen kannst. Dieser, der an deiner Seite ist, an deine Seite kommt, Luftzeichen, die Perfektion,
Der Austausch in der Dualität. Medial begabt war gestern. Heute öffnet der Kosmos Tür und Tor. Um dich, lieber Fisch, zu vereinen mit deiner Essenz und der Essenz dieses einen. Ist dieser eine physisch? Maybe, maybe not. Doch die Gemeinsamkeiten verheerend, erschreckend. Zum zunehmenden Mond. Achte darauf, wer dir gibt, was gegeben wird. Und schaue, ob es dir ausreicht. Denn ich denke, du solltest dich nicht mehr mit den Brotkrummen unter dem Tisch begnügen, lieber Fisch. Die Bescheidenheit, die falsche Bescheidenheit, aus Angst zu vorlaut zu wirken. Eine Attitude, die solltest du ablegen. Wir machen weiter im Extended. Bis gleich. Wir freuen uns auf dich. Ciao.